Moin Leute und herzlich willkommen auf PB Gaming. Ich bin der Panischer und das ist die dritte Folge LOL Lexikon mit dem Buchstaben C. Heute dreht sich alles um drei Begriffe. Der erste Begriff ist Carry. Ein Carry ist der Champion, der dafür sorgt, Schaden auszuteilen. Meistens sind das die AD Carries von der Botlane, es können aber auch die AP Carries aus der Mitte sein. Also merkt euch, ein Carry teilt im Endgame viel Schaden aus, steckt aber auch wenig ein. Der nächste Begriff ist CC oder auch Crowd Control. Der Begriff fasst alle Dinge, die den Gegner festhalten können, mit zwei Buchstaben zusammen. Das beste Beispiel ist hier Leona. Sie kann den Gegner mit ihrer E, ihrer Q und ihrer Ulti festhalten und hat somit viel CC. Der letzte Begriff ist CD oder auch Cooldown und bedeutet auf Deutsch übersetzt Abklingzeit. Die Abklingzeit zeigt euch an, wie lange eure Fähigkeiten brauchen, bis ihr sie wieder einsetzen könnt. Das Ganze gilt natürlich auch für Items, die ihr, ja, benutzen könnt. Das war's schon mit der dritten Episode LOL Lexikon. Diesmal eine ziemlich kurze Episode, weil nur drei Begriffe da waren. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt für die nächste Folge mit dem Buchstaben D, schreibt sie doch in die Kommentare. Sonst sehen wir uns einfach bei der nächsten Episode LOL Lexikon wieder. Haut rein und bis zur nächsten Folge.